So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen zurück aus dem 12-Stunden-Stream zu einer, ja, wir sind hier live dabei gerade und hier jetzt auch für YouTube. Okay. Genau. Europa Universalis 4 und eine 100% repräsentative Umfrage unter einem Chat-Zuschauer hat ergeben, dass wir jetzt Mecklenburg spielen werden. Das wird lustig. Meckelburg. Wir spielen natürlich Iron Man. Limitierte Nationsgründung muss auf Ja sein. Ah. Ist neu. Ich bin Vanilla. Und wir machen das als Meckelburg. So, wir spielen so lange, bis wir scheitern. Alternativ bis, was sagt mein Zeitplan? Wir haben ja gerade schon ganz schön viel EU4-Zeit hier mit Minecraft verbracht. Bis 20:30 Uhr. Also eine halbe Stunde. Wir machen mal 21:15 Uhr draus. Gleich beunruhigt. Erstmal. Na, gucken wir mal, wie lange wir spielen. Eine Stunde ist vielleicht angenehm, oder? So. Hier unten läuft es doch auch durch. Ja, ja. Um 19:45 Uhr starten wir mit EU4. Da sind wir jetzt ungefähr 15 Minuten im Verzug. Und dann um 20:45 Uhr angeblich mit UNO. Ja, ungefähr 20:45 Uhr bis 21 Uhr, je nachdem, wie viel Spaß haben sie ungefähr. Wieso? Untätigen Händler, das ist natürlich nie. Warum öffnet der damit nicht den Händler-Screen, wenn ich so fragen darf? Also, aber gut. Wir haben irgendwo Handelsmacht. Wir haben bei Lübeck natürlich hier, ja, da schöpfen wir natürlich ab. Das ist völlig sinnlos. So, ich würde sagen, wenn wir mal hier Handel gucken. Wird für uns am meisten dann noch hier Sachsen Sinn machen. Christoph Steinkopf. Den Abschöpfer, den senden wir dann irgendwann mal rüber, wenn wir mehr Provinzen haben sollten. So, ich denke, dass wir ganz gute Rivalen hier mit keinen guten Rivalen, wenn man mal ehrlich ist hier. Feind. Möchten uns natürlich auch nicht mit allen hier schlecht stellen. Oman hier nehmen, aber scheinen uns zu stark zu sein. Sachsen-Lauenburg nehmen wir auf jeden Fall mal. Sachsen sowieso. Einen so einen großen Rival muss man ja immer haben, der ewig hält. Und Verden ist vielleicht gar nicht so schlecht, ja. Oldenburg ist ja viel zu weit weg. So. Dann Militärberater. Könnten wir uns natürlich leisten. Natürlich. Ah, ich hasse es, mit so kleinen Nationen zu spielen. Nein, ich hasse es nicht eigentlich. So. Brandenburg. Ach, weil sie Sachsen hast. Die wählen uns jetzt bestimmt. Nee, ich habe keine Ambition, das HLR anzuführen. Das ist ja. Da sind mir doch meine Provinzen zu heilig. Wir machen das auf die kriegsdiplomatische Art. So, haben wir sonst noch irgendwo was, wo wir. Mit Wolgast können wir gleich noch ein Bündnis eingehen. Das wäre natürlich auch super. Also wirklich super. So, ansonsten Lübeck vielleicht noch, wird sich vielleicht auch noch lohnen. Irgendeine große Nation, wo wir kurz davor stehen. Essen, Köln, ja, ganz viele eigentlich. Wie sieht es mit Österreich aus? Den müssen wir uns auf jeden Fall sowieso gut stellen, also mache ich mal Beziehung verbessern mit denen. Nur so können wir im Reich ordentlich expandieren, indem wir uns mit Österreich gut stellen. So, dann brauchen wir noch. Dem können wir jetzt noch ein Bündnis machen. Wolgast hört sich jetzt natürlich ganz seltsam an, aber. Wir können uns ja nicht mit Wolgast verbünden. Das widerspricht doch allem. Köln wäre vielleicht ganz nett, ja. Verbessern wir die Beziehung mit Köln, damit wir uns auch mit denen verbünden können. Wir können insgesamt ja auch 4 Bündnisse haben, also. Wir gehen jetzt mal ganz langsam an die Chose ran. Jan Apietas. Normalerweise immer direkt hier sofort aggressiver Kurs hier. Den wir vielleicht tatsächlich fahren sollten gegen Lauenburg. Der Deutsche Orden. Durchaus eine gute Idee. Solange die nicht bald getötet werden, was sie eh werden. Aber bis dahin können wir uns ja mal mit denen verbünden. So, und im nächsten Monat können wir uns dann noch mit Köln anfreunden. Dann haben wir sogar schon 2 Kurfürsten. Da müssen wir ja fast doch Kaiser werden. Abtretung von Main. Warum Braunschweig? Gut, Braunschweig.
Braunschweig ist fast ein besserer Bündnispartner als Köln, wenn man mal ehrlich ist. Aber die hassen sich ja eh nicht, also können wir auch mit beiden. Wir steigen mit beiden in die Kiste. Da haben wir unsere vier Sachen hier voll, dann passt das. Zwei Orden auch, mit denen wir sofort hier, also ein Bistum und ein Orden, mit dem wir sofort unser Bündnis aufbauen. Man mag es vielleicht nicht glauben, aber ich habe über 1000 Spielstunden in diesem Spiel. Ja, man mag es bei manchen Aktionen, die ich hier mache, nicht glauben. So, und dann machen wir mal hier. Hat sich alles auch so viel geändert über die Zeit, ne? Zur Spionage-Netzwerk hier. Ach, knapp den einen Monat verpasst. Na toll. Außer gehabt, ne? Juni ist Sitz eines neuen Kardinals und dann haben wir Mühlhausen. Oh, wir haben jetzt die 5 Stunden ungefähr geknackt oder ziemlich genau geknackt. Schön. Ein Applaus dafür, bitte. Dann haben wir schon fast die Hälfte. Die Hälfte. Hälfte. Bitte. Ja. Hm? Ja. Ich rede gerne vor eine Wand übrigens. Auch Koffein. Oh, ein neues Getränk. Dann sterbe ich hier gleich. Dann nicht wegen Koffeinmangels. Ist nicht. Ich brauche trotzdem Koffein. Oder fast kalt. So. Wir haben schon 1295 Spionagenetzwerk, weil wir am reichsten brauchen wir eben mehr. Wie viel war das nochmal? 30. Jagd werden wir wohl ankommen. Hoffentlich. Königreich Italien und das Kaiserreich. Naja. Sabon, Österreich, Masale, ja. Ich weiß immer noch nicht, soll ich das jetzt hier als eine EU4-Sitzung machen? Nee. EU4 plane ich ja so lange ein, dass ich da auch mehrere Folgen draus machen kann. Das war bei Crusader Kings anders. Das war ja nicht so lange im Zeitplan dann noch geplant. Und ich glaube, nach EO4 machen wir mal wieder ein Intermezzo-Spiel. Intermezzo-Spiel. Mag den Namen, Intermezzo-Spiel. So. Österreich, verstehen wir uns inzwischen auch ganz gut. Bündnis kriegen wir natürlich nicht, aber so werden die vielleicht nicht absolut hassen. Technologie, ne? Wichtig, so wichtig. Ja denn, Religion. Ganz neues Zeichen hier. Respekt. 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 Süchen. Ja. Wir haben Mecklenburg hier. Wir spielen weiterhin in Mecklenburg. Und irgendjemand ein Thema, über das wir reden können. Ich bin sehr dankbar dafür. Wäre sehr dankbar dafür. Ansonsten rede ich natürlich weiter gerne über Mecklenburg. Und wie wir jetzt Lauenburg den Krieg erklären werden. Also nicht jetzt, weil wir dann absolut sterben würden, aber so irgendwann halt bald. Haben wir Geld für noch eine Truppe? Nein. Also man könnte es natürlich jetzt riskieren, ne? Das sollte man nicht riskieren, weil Berg allein schon so groß ist wie wir. Nee, das sollte man wirklich nicht riskieren. Ja. Nicht helfen wollen hier. Sag als Subtyp, dann würden Braunschweig und Köln helfen. Aber die sind dann halt nochmal mit Hessen verbündet. Wir haben aber nur 5000. Ich könnte jetzt also einen Massenkrieg anfangen, um dann eine leichte Überlegenheit zu haben. Ich glaube, das ist nicht ganz wert. Zu ganz. So. Wir müssen halt irgendwie an Lauenburg rankommen. Ich habe keine Ahnung, wie wir das am besten machen, wenn ich ehrlich gesagt. So. Was kommt eigentlich im Zeitplan nach EU4? Das muss ich jetzt wissen. Uno, richtig. Richtig, Uno. Ja, mal schauen. Ich werde mich nicht an diesen Zeitplan halten, wenn das so weitergeht. Uno. Uno gegen die KI. Wird lustig. Die KI ist tatsächlich sehr toll. So. Ja, aber hier nach EU4 natürlich erstmal Intermezzo spielen. Ja, Intermezzo. Intermezzo.
Welches noch? Keine Ahnung. So. Mecklenburg. 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 Sehr schönes Mecklenburg. Ja, wir haben Beziehungen gerade nur unsere Verbesserung mit Österreich. Das heißt, wir machen mal hier vielleicht Verbündete hier so. Meinen Typen hin. Vielleicht können wir einen deutschen Orden vom Kollaps retten. Das glaube ich nicht, dass das möglich ist, aber wir können es ja probieren. Und ja. Das ist 12 Stunden. Ich hätte einen 300 Minuten Stream machen sollen eigentlich zu 300 Abonnenten, oder nicht? Nicht? Schade. Ich dachte, da würdet ihr mit mir übereinstimmen. Ach guck, innerhalb des Teams habe ich 3 Abonnenten schon dazu gewonnen. AbonnentInnen natürlich. Ach, herzlichen Dank dafür. Weiß nicht, wie ich das verdient habe. So, Diplomat abberufen natürlich. Und dann, Lauenburg, mach doch mal irgendwas. Ja, Wolgast ist halt mit Brandenburg verbündet, da können wir nichts machen. Wenn ich auch wollte. Und Lüneburg ist mit Sachsen verbündet, können wir auch nichts machen. Aber ein scheiß Ausgangspunkt, wenn man mal ehrlich ist. Und die haben schon Holstein installiert. Weil die das so schnell geschafft haben. Das Event. Da gehört das jetzt automatisch zu Dänemark. Ich habe darauf geachtet, ehrlich gesagt. Ernsthaft ein Komet. Da ist egal, was man ausführt, man verliert immer eine Stabilität. Also irgendwie mit Stabilität. Schon die 2, die wir verloren haben. Da läuft es bei uns nicht so. Sind wohl relativ instabil. Na gut, dann bauen wir halt mal Gefallen auf. Vielleicht bringt das ja was. Mehr Truppen. Könnte man tatsächlich, das hätten wir tatsächlich vielleicht schon früher machen sollen. Hier mal ein bisschen hofieren. Bei 6, ja, Beziehung, da interessiert sich ja keiner für. Und wir auch nochmal hofieren, dann ein paar Gefallen auf, ja. Ah, der Kirchenstaat. In Wismar. Können uns das halt nicht erlauben, das sind wir halt sofort tot. Ja, tut mir leid, Kirchenstaat. Ganz schlechte Sache. Minus 75, ja. Wenn wir da gleich fertig sind, dann müssen wir auf jeden Fall mal mit dem Kirchenstaat die Meinung verbessern. Die Beziehung verbessern. So. Das ist ein fesches Lied hier. Mein Königreich. Tatsächlich relativ viele Lieder hier mit den ganzen Musikmods auch. Nicht Mods, Musik. DLCs. Und das Sabaton-DLC ist nicht aktiviert, weil das natürlich Copyright-geschützt ist. Ach ja, wir haben auch nicht die Flotte zum Schützen losgeschickt, also wirklich. Ja, gar nichts mehr hier richtig. So. Yuffie haben wir auch im letzten 12-Stunden-Spiel überhaupt gespielt, übrigens gespielt. Und das war, und das sogar relativ kurz. Also bin ich mal gespannt, wie lange wir das hier durchhalten. Brandenburg. Mal schauen. So. Brandenburg hat Magdeburg um 5 Vertrauen gebeten im Tausch dafür, wie zu den Gefallen, warum nicht? Aber wir haben bald die 10 Gefallen hier voll. Damit beiden zusammen. Traue ich mich dann auch Lauenburg anzugreifen. Aber ehrlich gesagt auch nur mit beiden zusammen. 0,57 und 0,53. Ja, kommt jetzt Sachsen-Lauenburg, okay. Beziehung mit dem Kirchenstaat verbessern. Ganz wichtig. Auch wenn wir sehr wahrscheinlich protestantisch werden. So. Müssen wir auf Nummer sicher gehen. So, nehmen wir mal unseren Monarchen Heinrich von Mecklenburg. Der ist tatsächlich relativ gut. Ich hoffe, die sind noch keine Militärtechnologie-Stufe höher. Ne.
Ist ja, hat nur Burgund anscheinend. Ja, ein paar ausgewählte Nationen hier, was? Oh. Sogar Stackwipe. Respekt. Auch Köln und Braunschweig zusammen werden, wo sich hier um Berg kümmern können. Dann kriegen die sogar Provinzen hier. Braunschweig kriegt Ravensberg und Köln kriegt Berg. Dann werden sie sich freuen. Weil Köln wahrscheinlich auch Ravensberg möchte. Oh ja. Dann werden die sich hassen. Möchte ich ja nicht. Habe ich den eigentlich nichts gegen. Mal schauen. Wir nehmen auf jeden Fall Sachsen-Lauenburg. Ja, Lüneburg, das steht außer Frage, dass wir da irgendwas erreichen werden. Da Hamburg natürlich auch, weil die in der Hanse sind. Ah, danach ist also erstmal Expansionspause so ungefähr. Ja, müssen wir schauen, was wir machen. Lüneburg vielleicht, na, aber Sachsen halt. Die haben eine 6K auch. Dann machen wir doch mal schon mal ein Spionagenetzwerk. Warum nicht? Wenn ich den Provinzen gebe, kriege ich ja, glaube ich, auch wieder Gefallen irgendwie. Weiß ich gar nicht, wie das genau funktioniert. Da war es nur Vertrauen. Ja, wir müssen ja ein bisschen Pause zwischen den Kriegen einlegen, deswegen brauche ich jetzt noch keine Gefallen aufbauen. Aber die hassen doch Sachsen genau. Das heißt, da wird das doch mit den Gefallen dann bestimmt passen. So. Ja. Hallo. Hallo. Nimmst du mir ein bisschen Kommentierung ab? Ich weiß nicht, was du tust gerade. Ich spiele EU4. Lauter machen. Herzlich willkommen live im 12-Stunden-Stream 2.0. Wie schön. Du kriegst sogar exklusiven Stream. Für Live-Kommentarmöglichkeit. So. Oh. Ja. Und Philipp. Nicht da. So, Effizienzbelagerung, Festungsverteidigung. So. Ja. Verteidigung, Effizienzbelagerung. Belagerung. So, jetzt muss ich erstmal für YouTube das Video beenden, also bis zur nächsten Folge. Tschüss, tschüss.